Calimera Freunde bei Wolfsbike und Tour TV zum zweiten Teil unserer Hella Hellas Tour 2023. Zu sehen sind ein paar Tage in Griechenland, vom Entspannen am Strand über die Vikos-Schlucht, die Meteora-Klöster bis rauf auf den Olymp, den Berg der Götter. Wenn euch das interessiert, dann bleibt's dran. Ja, von Akudi ist dann weitergegangen von der Westküste des Peloponnes an die Ostküste nach Nafplios. Da haben wir auch mitgekriegt an dem Tag, dass es in Griechenland durchaus auch einmal regnen kann. War nicht so toll, das Wetter war recht wechselhaft. Aus dem Grund haben wir dann auch in Nafplios, wo wir uns ein bisschen außerhalb des Zentrums ein Quartier gefunden haben, darauf verzichtet, die an sich schöne Innenstadt zu erkunden und haben es mit einer Jause im Hotel belassen. Try to leave, you still make me wanna stay. You ask me to believe in the words that you say, but I can't be strong if you can't move on. Don't you think we've had enough? Mythos verdient? Na sowieso. Oder ein Rätsiner. Am nächsten Tag war das Wetter dann aber schon wieder in Ordnung und wir sind dann vom Peloponnes Richtung Norden rauf, haben an einem langen Fahrtag wunderschöne Bergstrecken dabei gehabt, war wirklich alles dabei, von ein bisschen Schotter über enge Bergstraßen, gut ausgebaute Straßen, also da haben wir so wirklich die Vielseitigkeit der Husqvarna Norden auskosten können.
Wir haben uns dann in Arta ein Quartier gefunden und am Abend dann in einer netten, typischen griechischen Taverne gegessen.
nächsten Tag sind dann gleich zwei Highlights am Programm gestanden. Zuerst die wirklich beeindruckende Vikos-Schlucht, die ja laut Wikipedia die höchste der Welt ist. Beeindruckend zum einen wirklich, was diese Landschaft anbelangt, zum anderen aber auch, wie sorglos die Griechen da mit Sicherheitsvorschriften sind. Also da kann man wirklich bis an den Abgrund rangehen, ohne dass da irgendwelche Zäune oder so sind. Das würde es, glaube ich, bei uns in unseren Breiten kaum so geben. Es wäre sicher auch interessant gewesen, in diese Schlucht runter zu wandern. Allerdings wollte man dem Tag schon noch ein bisschen eine Strecke machen und haben deshalb nur die Drohne fliegen lassen. Und als Tagesziel haben wir Kalan Baka auserkoren gehabt, das direkt an diesen beeindruckenden, einzigartigen Felsformationen liegt, in denen auch die Meteora-Klöster reingebaut sind an den Gipfeln. Auch da kann man natürlich reinwandern, kann man diese Klöster aus der Nähe erkunden, wenn man die Zeit mitbringt. Aber wir sind ja in erster Linie zum Motorradfahren da gewesen. Deshalb hat auch diesen Job die Drohne für uns erledigen müssen. Trotzdem ist wirklich ein Highlight dem nächsten gefolgt. Fahren wir trotzdem runter. Das werden sie uns gleich anfallen. Oder auch nicht. Wenn es Touristen sind, wissen sie es vielleicht eh nicht, dass man nicht darf. Zurückgerissen dann zumindest nicht. Was da in dieser, was du auch hast mit so einem Trinkschlauch. Genau, das werden wir machen. Ein Weinpack mit Trinkschlauch. Ja, genau. Das ist nicht schlecht.
Wenn das sowas trifft, ist auch nicht lustig. Da rund im Dorf hat das gemeine Volk gewohnt und oben die Mönche.
das Höchste im wahrsten Sinne des Wortes war der Olymp, der Berg der Götter. Wenngleich man den nicht ganz rauffahren kann, ganz oben die höchsten Gipfel, der geht ja doch bis auf 2917 Meter hoch. Wir sind so ziemlich um den ganzen Berg einmal herumgefahren und dann bei Lito Horo die Strecke rauf. Es ist eine wunderschöne Passstraße mit vielen engen Kehren, mit vielen Kurven, wirklich schön zu fahren. Trotzdem waren wir ein bisschen enttäuscht, wie früh das eigentlich schon vorbei war für den öffentlichen Verkehr. Also da war man nicht einmal noch über der Baumgrenze, wo die Straße schon geendet hat. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, mit dem Motorrad noch höher zu fahren, zumindest legal. Wir haben es dann dabei belassen, ein bisschen die Drohne noch steigen lassen. Es ist trotzdem absolut fahrenswert darauf gewesen. Okay, schon wieder vorbei. Ja. Aber ich habe das hier irgendwo gelesen, man kann eigentlich nur immer wandern darauf. Ich glaube, das war's, weil die Schotterstraße halt da runter müssen wir nicht fahren. Wenn es rauf zu gehen würde, würde es fahren, weil dann war eine Chance, dass man eher zum Berg kommt, aber so. Okay. Aber nach 3 Tagen im Landesinneren ist uns dann schon wieder ein bisschen nach mehr gewesen. Und da haben wir uns dann mit Palaio Ziflicki, das ist ein paar Kilometer außerhalb von Cavalla, einen wunderschönen Badeort gefunden, wo wir uns dann gleich 3 Nächte einquartiert haben, um noch einmal so richtig das Urlaubsfeeling zu genießen, um ein bisschen am Strand herumzuhängen, ich ein bisschen noch da in der Gegend herumzukurven und den einen oder anderen Schotterweg zu erkunden, aber in erster Linie zu entspannen.
Hefte Made by Mel gibt es heute. Genau. Hoffentlich schmeckt es auch. Mahlzeit. Mahlzeit. Yummy. Wehe. Sehr fein, dass du wieder zaubert hast. Soße kannst du dann auch haben. Morgen geht es dann schon wieder weiter Richtung Bulgarien und dann Rumänien, aber von der Heimreise werden wir im dritten Teil unserer Hello Hellas Tour 2023 berichten. Wenn euch dieser zweite Teil gefallen hat, dann seid so gut und lasst uns einen Daumen hoch da. Schreibt in den Kommentaren unten rein, ob ihr auch schon in Griechenland mit dem Motorrad gewesen seid, wo ihr am liebsten hinfährt. Würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr unsere Videos in Zukunft nicht versäumt. Eines der nächsten wird, wie erwähnt, der dritte Teil, die Heimreise durch Rumänien, Bulgarien und Ungarn sein. Danke fürs Zuschauen und so geht's dann im dritten und letzten Teil weiter. Jetzt ist uns der Sprit ausgegangen.